Ronaldinho, was für ein Wahnsinnsspieler. Wir blicken nochmals auf 27 seiner unvergesslichsten Dribblings, Tore und Momente, sowie dieser Wahnsinnsfallrückzieher gegen Villarreal. Oh, oh, oh my goodness! To cap it off, a thing of beauty and brilliance, Ronaldinho! Wie einfach das oft bei ihm aussah, so auch hier gegen Bilbao. Ronaldinho, que bien se Ronaldinho por la banda, atención a Ronaldinho que ataca ahí, está suelto Ronaldinho, la de vaca, se la cambia de pie, se va de todo Ronaldinho. Ein kleiner Heber, eine kurze Bewegung und schon sind drei Gegenspieler ausgeschaltet. Aber einen Trick sah man ihn immer wieder beim Dribbeln anwenden, den Flip-Flap oder manche sagen auch Elastico. Simpel, aber so effektiv. Ich glaube, es gibt wenige Spieler, die so gut mit dem Ball umgehen konnten wie Ronaldinho. Der Typ hatte ein Wahnsinns-Ballgefühl. Das sah man, wenn er während des Trainings mit dem Ball spielte oder auch beim Aufwärmen vor dem Spiel. Er schießt den Ball hoch, dann nimmt er den Ball an, ohne dass dieser nur einen Zentimeter wegspringt und dann noch ein Elastico durch die Beine des Betreuers. Und manche von euch sagen, ja, ganz nett, aber im Training ist das einfach. Naja, Ronaldinho zeigte seine Ballkontrolle auch während den Spielen. Wahnsinn, wie er den Ball bei der Annahme locker vor sich hinlegt und damit links am Gegenspieler vorbeizieht, um dann einen Zuckerpass auf Larsen zu spielen. Nicht das einzige Mal, dass er verrückte Dinge während eines Spiels machte, aber dazu kommen wir noch. Auch bei den ruhenden Bällen machte er keine schlechte Figur. Hier während seiner Zeit bei PSG. Sieht erstmal nicht so spektakulär aus, aber in der Zeitlupe sehen wir, was das für ein Bananenball war. Keine Chance für den Torwart, der einfach nur vor Dutz zuschauen musste. Während er bei Paris spielte, hatte Ronny mehrere gute Angebote und er entschied sich 2003 nach Barcelona zu wechseln und prägte daraufhin eine Ära. Vielleicht war vielen Barca-Fans am Anfang gar nicht so bewusst, was für ein Fußballgenie sie in ihren Reihen hatten. Das änderte sich bei ihrem ersten Heimspiel, denn da machte Ronaldinho das hier. Was für ein Einstand und sofort lag ihm das Camp Nou zu Füßen. Aber er glänzte zu der Zeit nicht nur bei Barcelona, auch bei der Nationalelf brillierte er. Zum Beispiel gegen Deutschland im Jahr 2004. Und mit Gefühl machen. Zack. Und so geht's. Alle warten darauf, dass Roberto Carlos schießt und Ronny ganz locker über die Mauer. Und das gegen Oli Kahn, der war ja Weltklasse damals. Aber selbst er bewegte sich nicht. Und auch in der Champions League trickste Ronaldinho seine Gegenspieler aus. Zum Beispiel hier gegen Bremen. In der Gruppenphase musste Bremen nach Barcelona, es gab Freistoß in der 12. Minute. Damals legte sich noch keiner hinter die Mauer und somit konnte Ronaldinho ganz locker unten durchschießen. Den muss man aber auch erstmal so machen. Und hey, wenn ihr Lust habt, ein Trikot eurer Wahl zu gewinnen, dann abonniert uns, schreibt einen Kommentar und füllt das Formular in der Videobeschreibung aus. Unter all den Teilnehmern verlosen wir wieder einmal ein Trikot. Wusstet ihr, dass Ronaldinho fast zu Madrid gewechselt wäre? Ja, die Madrilenen beschäftigten sich in der Zeit mit dem Brasilianer, aber ihr Präsident Florentino Perez baute zu der Zeit gerade die Galacticos auf. Und er war der Meinung, dass Ronaldinho zu hässlich sei und daher nicht zu Madrid passte. Real entschied sich am Ende für Beckham und Barcelona schaffte es, sich gegen Manchester United durchzusetzen, was sich am Ende als ein Glücksgriff erweisen sollte. Das merken auch die Madrid-Fans, nachdem Ronaldinho nach Spanien wechselte. Mit ihm wurde Barcelona in der 2004-2005 Saison Meister, in der darauffolgenden Saison dann ein neuer Anlauf. Alle freuten sich auf den Showdown in Spanien, dem Clásico. Barcelona kam nach Madrid und Ronaldinho, der dominierte nach Belieben. Dann dieser Moment. Und selbst die Madrid-Fans applaudierten. 2005 war Ronaldinho der zweite Barcelona-Spieler, der eine Standing Ovation im Bernabeu bekam. Der erste, Maradona. Ronaldinho, der war so gut wie nicht zu stoppen und tanzte leichtfüßig um die Gegenspieler herum, so wie hier gegen La Coruña. Unglaublich, ich meine, das sind ja alles Profis bei La Coruña. Das Barcelona-Team von 2006 war ein Team, das unaufhaltsam war. Ronaldinho, Eto, Deco, Xavi, der junge Messi und hinten in der Verteidigung Puyol, Marquez und Motta.
Daher auch nicht verwunderlich, dass sie in diesem Jahr die Champions League erreichten und gegen Arsenal gewannen. Was für ein Triumph für Ronny. Barcelona als European Champions. Ja, bei Barcelona war vielleicht seine beste Zeit, aber er glänzte auch bei seinen Stationen zuvor. Bereits im jungen Alter bei Grêmio in Brasilien. Und von dort ging es nach Paris, wo er 2 Jahre spielte und uns wunderschöne Szenen wie diese hier lieferte. Ronaldinho. Accélération de Ronaldinho, Jérôme Leroy, Ronaldinho qui va essayer de passer, il a éliminé Kwasi, Ronaldinho toujours à l'entrée de la surface, Ronaldinho oh, encore beau. Oh c'est beau. Kein Wunder, dass dies das Tor des Jahres 2003 in der Ligue 1 wurde. Nicht sein einziger genialer Moment bei PSG. Avec Ronaldinho qui demande le ballon, Ronaldinho passe à Fayou, la frappe, lässt es so einfach aussehen. Wir haben hier schon über den Trick gesprochen, der Ronny weltberühmt machte, den Elastico. Es gab aber noch einen, den wir des Öfteren von ihm sahen, den No-Look-Pass. Im Jahr 2005 dann auch ein ganz besonderer Moment für ihn. Er wurde für seine Leistungen geehrt und gewann die Ballon d'Or-Wahl vor Frank Lampard und Steven Gerrard. Er war jetzt ganz offiziell der beste Fußballspieler der Welt. Und seine Performance erregte natürlich auch das Interesse von den Sportausrüstern. 2003 nahm Nike ihn unter Vertrag und die Werbeclips von damals sind legendär. So zum Beispiel die Joker Bonito Clips. Oder dieser hier, das erste YouTube-Video, das über 1 Million Aufrufe bekam. Man muss dazu sagen, das war gefaked. Er traf nicht wirklich 4-mal hintereinander die Latte, aber trotzdem ein klasse Werbeclip. 2005 war Barcelona im 7. Himmel, nicht nur wegen Ronny, sondern auch wegen eines jungen Talents. It's Messi! Leo Messi. Und wer gab die Vorlage zu Messis ersten Tor? Ronaldinho, der damals schon sagte, Messi würde der Allerbeste der Welt werden, besser als er jemals sein könnte. Después sí, podría haber hecho un montón de cosas en ese pase que me dan el segundo gol y me espera para dármela. Dele, né? Com certeza ele jamais vai esquecer o primeiro gol dele, né? E vai ter que lembrar de mim, fui eu que dei o passe para ele. Nach 5 Jahren Barcelona war Schluss für ihn und er ging nach Italien zum AC Mailand. Dort konnte er zwar nicht an seine Zeit bei Barcelona anknüpfen, auch weil er sich angeblich des Öfteren im Mailänder Nachtleben herumtrieb. Aber dennoch blitzte er ab und zu noch seine Genialität durch. Occhio Ronaldinho però, aspetta l'inserimento di Jan Kulowski, ancora Ronaldinho, danza sul pallone, prova a calciare! Von Italien ging es zurück in die Heimat Brasilien und obwohl er dort vielleicht ein paar Kilos zu viel hatte, so zeigte er auch dort sein Talent bei Atletico Mineiro. Zum Beispiel dieser wunderschöne Fallrückzieher im Training oder diese Einlage im Spiel. Und 2013 dann nochmals ein unglaublicher Moment in seiner Karriere. Er gewann die Copa Libertadores 2013, das erste Mal in der Geschichte von Atletico Mineiro. Danach spielte er noch bis 2015 in der brasilianischen Liga, bis es ihn dann zum Futsalspielen nach Indien verschlug. Und 2018 war dann endgültig Schluss. Aber ab und zu, da holt er noch seine Fußballschuhe aus dem Schrank, um bei Legendenspielen auf dem Rasen zu stehen. Und hey, er hat es immer noch drauf. Ich würde sagen, dass er zu seiner besten Zeit unaufhaltsam war und noch dazu war er kreativ. Er fand immer eine Lösung. Ein Pass mit dem Rücken. Und das sah man des Öfteren bei ihm. Wir kommen langsam zu seinen unvergesslichsten Momenten. Aber unsere Nummer 4 ist nicht ein bestimmter Moment, sondern etwas, für das Ronaldinho wie kein anderer stand. Die pure Freude am Fußball. Unvergesslich sein Lachen auf dem Platz. Und das von klein auf. Alegria que as pessoas enxergavam me ver jogando futebol era exatamente aquilo que eu estava vivendo, então. Unsere Nummer 3, ein Wahnsinnstor.
Februar 2004. Es ist Ronaldinhos erste Saison bei Barca und gegen Osasuna wollte er allen zeigen, was er kann. Unglaublich. Das war auch unsere Nummer 2. Jeder kennt diesen Freistoß. Ein Lob über den englischen Torwart Seaman aus über 32 Metern. Im Halbfinale schlug Brasilien die Türkei mit 1:0 und gewann das Finale gegen Deutschland. Ronny war Weltmeister. Und unsere Nummer 1. Ein Tor, das Ronaldinho nicht besser beschreiben könnte. Kreativ, unaufhaltsam und unberechenbar. Und wenn ihr sehen wollt, wie Ronaldinhos Mannschaftskollege Puyol zu einem der besten Verteidiger der Welt wurde, obwohl keiner an ihn glaubte, dann schaut euch dieses Video an.